Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airborne Kingdom, unser fliegendes Königreich. Unser fliegendes Königreich, da hat sich so ein bisschen was getan. Ihr seht es vielleicht hier, ne, im Bereich Nahrung, Wasser und auch hier im Bereich Kohle. Ich war offscreen so ein bisschen unterwegs. Ich hatte das ja bei der einen oder anderen Gelegenheit schon mal angesprochen, dass ich so etwas mal gerne machen würde oder ich mich in der Notwendigkeit sehe, das mal zu machen, weil diese Versorgungsgeschichten und auch hier so ein paar Umbaugeschichten, wobei Umbau ist relativ, das einfach zu langwierig gewesen wäre, jetzt fürs Let's Play das Ganze zu machen. Ich hab Folgendes gemacht, ihr seht es vielleicht, ich habe hier die Minarette etwas umpositioniert. Ich habe so ein bisschen noch darauf geachtet, dass sich hier so die Bereiche so ein bisschen überschneiden. Das Ganze ist jetzt etwas symmetrischer angeordnet mit den Minaretten. Die Gebäude hier drumherum noch nicht so wirklich. Aber ich habe jetzt alle Gebäude, wenn ich das richtig sehe und ich nichts übersehen habe, sind jetzt doppelstöckig. Ja, und hier die hinteren Gebäude sind etwas näher rangerückt. Ja, da war hier noch so ein weiterer Weg, den habe ich weggeruppt. Und die Gebäude jetzt dadurch halt eine Kachel, wenn man so will, weiter in Richtung Minarett geschoben. Ja, von den 66 Leute, die wir ursprünglich hatten, sind jetzt 62 übrig geblieben. Es sind ein paar abgesprungen, weil denen das hier nicht gefallen hat, um es mal so auszudrücken. Ja, kein Wohnraum, ne? Irgendwie Minarett nicht in erreichbarer Geschichte und so weiter und so fort. Das war so der Punkt. Dann habe ich die Beleuchtung jetzt so weit über das gesamte Königreich verteilt. Es ist also wirklich so, dass sie also hier drauf achten, dass sie also wirklich dann überall Licht ist. Es reicht also nicht nur hier irgendwie so in den gewohnten Bereich zu erleuchten, sondern wenn, dann bitte schön Licht überall. Macht ja auch Sinn. Habe ich sonst noch irgendwas angestellt? Hier haben wir, was ist das? Eine Eisenhütte. Kann aber sein, dass wir die schon immer da hatten. Hier sind zwei Kohlehütten aktiv. Entschuldigung. Die halt auf ja, Holzkohle produzieren. Und ja, alles andere ist ja, glaube ich, bekannt. So, ne, hier habe ich soweit nichts getan. Ich weiß nicht, hatten wir die schon in der letzten Folge aktiv? Das sind Ventilatoren, die entsprechenden Auftrieb erzeugen. Brauchen aber jeweils eine Person, die daran arbeitet. So, das so ganz grob. Der Überblick darüber, was ich so verbrochen habe in der letzten Zeit. Und jetzt steht auf dem Plan, wir haben hier schon ein paar Relikte, aber wir brauchen noch ein paar Relikte mehr. Da müssten wir jetzt erstmal schon mal hin. Und ich muss leider, tut mir sehr leid, aber muss sein, das kann und will ich euch nicht ersparen. Ja, so bin ich. Wir brauchen ja noch so das ein oder andere die eine oder andere Baumöglichkeit. Ja, also uns fehlen dann noch so ein paar Blueprints. Und ich glaube, wir müssen zumindest zu einem Königreich zurückkehren, wo wir schon mal waren. Tut mir sehr leid. Aber das muss sein. Weil ich glaube, wir haben irgendwann mal die Möglichkeit angeboten bekommen, sowas wie einen Bauernhof oder so zu errichten. Und der Räusperer, der will mir schon den ganzen Tag. Ja, also so einen Bauernhof dazu bekommen. Und ich glaube, das ist angesagt, das auch jetzt zu machen, weil die Gegenden, die wir jetzt demnächst aufsuchen wollen, müssen, wie auch immer, Relikte gefunden. Das ist schön. Zwei. Ja, das heißt nichts. Die Gegenden, die wir jetzt aufsuchen wollen, müssen und so weiter und so fort. Ich brauche ganz kurz ein bisschen Kaffee. Das steht etwas weiter weg als sonst. Ist aber A nötig. Für mich persönlich. Und B, wie sonst, wenn ich ihn hier in meinem Nahbereich stehen habe, komme ich hier mit meinem Mikrofonarm ins Gehege und dann fliege ich nicht so unbedingt. So, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Genau, also ne, die Gegenden, die wir demnächst hier so aufsuchen wollen oder müssen. So geht das. Sowas hier zum Beispiel. Aber auch da, wo wir jetzt schon mehr oder weniger uns jetzt im aktuell aufhalten, die Bereiche zeichnen sich dadurch aus, dass da beispielsweise nicht so viel Dickicht vorhanden ist. Wasser geht noch einigermaßen, aber auch das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Von daher würde ich ganz gerne hier die Klippenpforte ansteuern. Bevor wir aber das machen, frage ich hier nochmal nach, was wir denn hier noch irgendwie... So, wir müssen hier noch einen Himmelshafen bauen. Okay. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Dann haben wir das erstmal fertig. Bla bla bla. Wir brauchen noch andere Dinge. So, das heißt für mich, ich muss hier erstmal hier wieder den das Ganze ein bisschen beschleunigen. Weil die brauchen ja ewig für. Vor allem dauert das schon mal ewig, bevor wir überhaupt mal anfangen. Ah, jetzt. Und das bei dreifacher Geschwindigkeit. Wie lange hätten wir gewartet, wenn ich hier auf normal geblieben wäre? Tage später. Egal. So, die sind, also hier, meine, unsere Leute hier sind am Jubeln sogar. Wow. Das war mir nun, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Letztens, als ich hier noch so ein bisschen, ja, aber ich habe geguckt, so, ne, die waren, erst waren sie zufrieden. Ich denke, oh, ne, alles klar, wenn sie zufrieden sind, bin ich auch zufrieden. Und dann irgendwie doch noch irgendwie Sachen gemacht haben, wahrscheinlich mit den Latüchten, die ich da angebracht habe, dass die dann auf jubelnd umgezwitscht sind. Und die ganzen Lampen, Laternen, die ich da installiert habe. So, wir können schon mal wieder auf normal gehen in der Geschwindigkeit. Die sind fast fertig. Juhu! Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt und so haben wir einen neuen Verbündeten. Das ist wirklich ausgezeichnet. Da kommt der nächste Kringel. Ah, sieht man's? Ja, sehr schön. Schade finde ich, dass man das hier nicht aufrufen kann. Also, ich habe jedenfalls keinen Button gefunden, wo man das jetzt ne, im Spiel nochmal selber irgendwie aufrufen kann, der da diesen Wandteppich, alles andere, also alles Mögliche geht. Das irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Der erscheint immer nur dann, wenn wir hier ne, irgendwas in dieser Richtung erreichen. So, wir sind also neuen Verbündeten haben, um es mal so auszudrücken. Wir sind nun verbündet mit Monems Gießerei. Das ist ausgezeichnet, das erfreut mich sehr. Und die sind auch total begeistert. Wir machen hier ein Riesenfest, das ist schön. So soll es sein. So, der fertiggestellte Himmelshafen verbindet Monems Schmiede nun mit uns und ihren Nachbarn. Einige Arbeiter schließen sich uns voller Vertrauen in unsere Prophezeiung an. Oh, wir haben schon wieder neue Leute. Gott sei Dank habe ich genügend Wohnraum im Augenblick. Außerdem liefern sie uns nun jeden Tag plus 6 Eisenerz, was gar nicht mal so verkehrt ist, finde ich ganz gut. Also auch hier vor allen Dingen die Kohle, sage ich schon, die Holzlieferung, die wir da automatisch bekommen, glaube ich, von mittlerweile 3 Verbündeten oder so. Ist auch okay. Ja, also jetzt nicht, dass ich das irgendwie blöd finde. Nein, das ist durchaus okay. Nur manchmal ist es halt blöd, wenn hier unser Lager dann komplett voll ist und ich nichts mehr anderes einlagern kann. Das ist dann so, ein bisschen schwierig. Naja, egal. 6 Eisenerz, ja genau. Da sie nun mit den Himmeln verbunden sind, dürfte das kein Problem sein. Jo, ich bin von aus. Wir müssen die anderen Königreiche finden und Bande knüpfen. Dann können alle Völker in kollektiver Harmonie leben und die Prophezeiung erfüllt werden. Gut, dann widmen wir uns mal wieder anderen Angelegenheiten. So, ich guck mal gerade hier mal nach wegen den Technologien. Was können wir hier eventuell erwerben, was wir brauchen? Eine Klinik und Flosse. Wir suchen nach Technologien, die den Monomeren bekannt sind. Ihr Fokus liegt auf allem, was der Schmiede hilft. Deshalb muss jede neue Technologie gegen eine alte getauscht werden. Ich bin nichts getauscht. Was wollen die denn jetzt? Kaufen für 8. Ja, das könnte man rein theoretisch machen. Und die Klinik auch kaufen für 8.
So, dank ihres Geschicks mit Eisen konnten sie alte Aggregate auseinandernehmen und auf neue Weise zusammensetzen. Für solche Arbeiten suchen sie stets nach neuen Relikten. Ja, die können sie kriegen. Auszug aus Königreiche unserer Zeit von Muluab, dem zweiten Chronisten. So eine Flosse macht ein bisschen Tempo. Nee, Moment, erzeugt Antrieb doch, ja. Hohe Kosten, hoher Treibstoff, 4 Arbeiter, sehr hohes Tempo. Benötigt 5 Auftrieb. Gut, ich habe im Augenblick 180, wenn ich das richtig sehe. Das wäre also durchaus drin. Auch die anderen Kosten sind stemmbar, wobei ich sagen muss, Lehm ist im Augenblick so ein bisschen meh. Da müsste ich nochmal ran. So eine Flosse. Gut, dann eine Klinik. Sorgt für die Gesundheit von 10 Einwohnern. Nötig 2 Auftrieb, Baukosten 5 Holz, 3 Eisen, 3 Glas und braucht 3 Mitarbeiter. Und die sollte ich jetzt eigentlich locker gestemmt bekommen durch die neuen Leute, die ich jetzt noch bekommen habe. Auch kaufen für 8. Ich würde mal die Klinik schon mal mitnehmen. Was soll's? Ich nehme die Flossen auch schon mal mit. Ich muss ja jetzt noch nicht bauen, wenn ich das noch nicht unbedingt will. Aber dann haben wir das schon mal hier abgehakt. Jetzt haben wir natürlich so gut wie keine Relikte mehr, nur noch 2 Stück. Wir fragen nach anderen Dingen und kehren nach Hause zurück. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Ja, wir brauchen Relikte, Leute. Da hilft nichts. Wir müssen auf Reliktejagd gehen. Es klappt mit der linken Maustaste, mit der rechten Maustaste mal wieder nicht. Na, da hinten. Was haben wir jetzt da? Kohlevorkommen. Kohle ist nicht so mein Ding. Ich bräuchte, wenn das irgendwie machbar ist, bräuchte ich Lehm. Gucken mal, wie weit ich Raum rauszoomen kann. Muss ich mal ganz kurz. Gucken wir hier in halbwegs Kohle vorkommen. Ruhige Art und Weise umschauen zu können, aber ich finde hier kein Lehm, zumindest nicht in der näheren Umgebung. Versteht? Die Gicht. Nee, das ist gar nichts. Das ist wieder nur Kohle, gehe ich mal stark von aus. Ja, da genau ist die Kohle, auf die wir gerade zusteuern. Ja, da hinten ist ganz viel Wald. Wir müssen ich will da hinten hin. Dann würde ich sagen, reißen wir das Steuer mal rum und dann gucken wir mal, was auf dem Weg so finden. Sowohl was Relikte anbelangt, als auch irgendwie Lehm oder so. Hier in diesem Gebiet bekommen wir vor allem den Kohle und Eisen. Und alles andere. Erstmal hier. Kommen eigentlich neue Relikte hinzu? Also wenn ich eine Ruine geplündert habe. Ich meine, wir wären hier nämlich schon mal gewesen. Ich kann mich allerdings auch täuschen. Wenn man die so geplündert hat, so eine Reliktruine, wachsen die Relikte sozusagen nach, so wie hier beispielsweise auch Bäume nachwachsen und dickicht oder so. Oder ist das, wenn das einmal geräubert ist, weg? Eigentlich müsste, wenn man es einmal geräubert hat, ja weg sein, aber keine Ahnung. So, wir schicken schon mal einen Arbeiter in die Richtung. Wir haben jetzt 67, ich habe für 76, lustig, im Augenblick, habe ich Wohnraum. 10 sind untätig, boah, das ist nicht schlimm. Die Leute sind mit Jubeln beschäftigt. Aktuell müssen 2 Sehnsüchte erfüllt sein, damit die Einwohner überglücklich sind. So, Relikte gefunden. Ja, sagt er mir auch, wie viel? Ach, da steht's. 7? Oh, das ist cool. Also wir waren hier definitiv noch nicht. Also man findet schon mal so 4 oder so, aber 7? Leute, Bolle, also auf so einen Schlag. Also eben 9 Relikte jetzt wieder parat haben, ist jetzt auch keine schlechte Sache. Da ist Lehm. Ich guck mal, dass ich hier
noch Lehm reinkriege. Ihr seht das Problem. Ne? Wir kriegen jetzt Kohle und Eisen geliefert. Ja, sehr gut. So. Dann sollen die da schon mal sich auf den Weg machen. Ja. Das wäre dann so, wenn es gut läuft, kriegen wir jetzt noch 10 Einheiten Lehm dazu. Je nachdem. Und ja, wir schauen mal. Wenn es am Ende des Tages 5 Einheiten sind, dann ist das zwar jetzt nicht so der Brüller, aber ist halt nichts. So, da bekämen wir zur Not noch Leute dazu, wenn wir die benötigen. Wie gesagt, also wir brauchen unbedingt diesen Bauernhof. Da hilft nichts. Wieder den hin, unser Freund hier. So. 22 verbleibend. Und da sind wir dicht. Ja, dann eben nicht. So, wie sieht's aus? Ja, 7 Einheiten Lehm. Boah, das ist schon nicht schlecht. Von den 10, die ich hätte erst einlagern können, nach dem damaligen Stand von damals, sind es dann letzten Endes 7 geworden. Dann ist da kann ich mit leben. So, Klippenpforte ist noch zu weit weg. Hier gibt es auch Eisen. Eisen habe ich einiges. Das sieht ganz gut aus. Immer noch zu weit weg. Ja, meine Güte, nee, wir sehen es doch schon vor. Entschuldigung. Eigentlich. Das war der Kaffee. Da konnte ich jetzt nichts mehr. Das kam jetzt überraschend. Oh. Aha, Moment. Hallo. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Ressourcen, wir können bauen. Lehmhütte, Glashütte, Eisenhütte, Kohlehütte. Ich hätte mal vorher nachgucken sollen. Nahrungsspeicher, das ist bekannt. Ansonsten. Nee, ich sehe hier nichts in Richtung Bauernhof. Ich bin ziemlich sicher, dass das angeboten wurde. Nee, grundlegendes habe ich auch schon geguckt. Jetzt bin ich verwirrt, also verwirrter als sonst. Einmal kurz auf eine Pause. Wir sind. Muss ich noch weiter weg? Lippenpforte. Nein, nicht fertig. Entweder die Passage oder Kantis Kreuzung. Ich hoffe, dass es die Felder von Agrumpatz waren, aber ausschließen kann man es nicht. Das ist die Frage, was mache ich? Na komm, hilft nichts. Da müssen wir jetzt leider durch. Tut mir sehr leid. Aber irgendwie habe ich da wohl mit den Relikten ein bisschen gepennt. Irgendwie so. Muss da was passiert sein. Gut, dann machen wir noch einen kleinen Rundflug. Versorgen uns mit den nötigsten Dingen. Da haben wir Lehm. Bräuchte, wenn, dann vielleicht so ein bisschen Wasser. Wenn ich mal hier bin, tanken wir mal etwas Wasser nach. Also, wir haben zwar noch 140 Einheiten, aber die sind auch schon mal schnell weg. Und da wir neue Leute jetzt haben, die entsprechend versorgt werden wollen. Immer noch zu weit weg? Meine Güte, nee. Ja,
Ja, nu aber. Kann das Wasser schon riechen? So weit wir können hier sein, aber jetzt. Manchmal so ein bisschen komisch. Ja gut, die Flieger, das sind kleine Flieger und so, die müssen erstmal hier den riesen Abstand überbrücken. Und so, ich kann das schon verstehen, aber. So, während die mit dem Auftanken beschäftigt sind, ich drehe mich gerade in die verkehrte Richtung. Ich muss in die andere Richtung. Hallo. Das ist jetzt. Ah! Das ist nicht so ganz richtig. Wieder hin. Bleib in der Nähe. So, wie sieht's aus? Wasser, 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 Wasser. Ja, hier schon 138. Dann ist nicht so gut. Ah, es tut sich was. In positiver Hinsicht. Wie sieht das denn aus hier mit unserem neu erworbenen Ding? Ach, das muss ich erstmal wieder noch lernen. So war das, glaube ich. Das war Antrieb. Nee, steht uns zur Verfügung. Das wollte ich jetzt gar nicht. Dann habe ich da. Nee, das war falsch. Das müssen wir doch lernen. Das müssen wir doch lernen. Ja, dann würde ich sagen, ich tanke hier noch ein bisschen Wasser und schau mal, was sich hier so machen lässt bezüglich unserem Antrieb, ne, dass wir da ein bisschen mehr Speed bekommen. Und dann denke ich mal, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.